Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe unseres Let's Plays von Spyro the Dragon. Letzte Ausgabe haben wir unseren kleinen Nachtrag gemacht, ein Level, was ich vergessen habe, die Eishöhlen. Doch heute geht es um das Level Wirbelfiel. Ich bin nicht gespoilert, was jetzt so die Schwierigkeit der einzelnen Level angeht, aber irgendwie vom Namen her, denke ich irgendwie, dass dieses Level mich vielleicht ein bisschen ärgern wird. Wirbelfiel. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, Leute. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das macht doch immer wieder Spaß, dieses Spiel anzuwerfen. Das ist sowas von faszinierend. Hier haben wir direkt ein paar Kisten. Okay. Gucken wir mal, was gibt es denn hier eigentlich zu sammeln? 400 und ein einziger Drache. Okay. Lass mal uns einfach mal überraschen. Lass mal es auf uns zukommen. Können wir hier schon direkt... nö. Die Raketen. Irgendwas macht ihr kaputt. Da geht's doch schon los hier. Machen wir mal schön Fujikato. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass man hier irgendwie... Kann man jetzt hier schon direkt irgendwo hingleiten? Das gefällt mir mal gar nicht mit so einem Abgründen. So, die machen wir natürlich erstmal down hier. Ich würde sagen, bevor wir uns um die Kisten kümmern, will ich die erstmal loswerden hier. Und dann war ja hier noch ein bisschen was. So. So. Wer bist du? Ach, das ist ein Entenboss-Gegner quasi. Wirbelfiel. Ich verstehe. Ey, kann mir jetzt mal einer sagen, wo es hier weitergeht? Ach, hier. Oh Gott. Ey, Leute, ohne Scheiß, das war jetzt mehr Glück. Warte mal. Erstmal müssen wir das hier einsammeln. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier nochmal hoch, ja? Okay, wir sollten hier wahrscheinlich erstmal mitfahren. Dann machen wir den dann down. Okay. Alter. Gut, hier ist erstmal der eine Drache. Den nehmen wir natürlich mit. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Kein Ding. Du hast ja keine Ahnung, wie lange ich im Kristall gesteckt habe. Und ich auch nicht. Wer bist du nochmal? Ich bin dann mal weg. Ja, Demenz ist eine Volkskrankheit. Das ist nicht zu spaßen mit. Weil sowas mag ich ja hier so mit auf Plattform springen und... Aber wir kriegen das Globe hin. Dann machen wir mal down. Ich warte lieber erstmal. Na? Okay. Gut, haben wir. Hier liegt aber viel Schissel rum. Haben wir? Ist hier noch irgendwas? Ach, hier war das dann. Okay, ich verstehe. Gehen wir hier mal weiter. Oh, da ist unser Kollege Wirbelfiel. Reicht ein Ehen-Hit? Er hat sich schon verkrümelt. Okay. Hier oben geht's auch nicht lang. Sollen quasi hier hin. Also nehme ich jetzt mal ganz felsenfest an. Okay. Hier ist sonst auch nichts. Dann gehen wir hier einfach mal weiter. Da ist er wieder. Ach, jetzt ist er down, oder was? Okay. Fehlt uns aber noch ein bisschen was. Zwei. Echt jetzt wegen Zweien, oder was? Ach, hier ist eh eine Kiste. Das war's? Das war besagtes Level. Okay. Hey, nehmen wir hin. Wirbelfiel war quasi ein Endgegner. Ergibt doch irgendwie Sinn, weil irgendwie in diesen Welten im letzten Level, da ist dann immer irgendwie ein Endgegner. Bei davor war es ja dieser Dr. Champ. Oder hieß der Shramp? Ich weiß es nicht mehr. Na okay.
Leute, ihr wisst ja, ein Level pro Folge. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Nein, Spaß. Alles Spaß, Leute. Wir reisen natürlich in die nächste Welt. Dass du so viele Dracheneier zurückgebracht hast, Spyro. Steig ein, wenn du bereit für die Monstermacherwelt bist. Möchtest du dorthin? Ja, natürlich. Da gehen wir jetzt das erste Mal in die Monstermacherwelt. Quasi wieder. Ich nenne es mal eine neue Oberwelt. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Sehr schön. Da gibt es ja auch immer erstmal viel zu erkunden, ne? Vielleicht wieder irgendeine Fähigkeit oder sowas, die wir erstmal wieder verstehen müssen, weil ich halt einfach immer so ein bisschen dumm bin manchmal. Ich sag mir dann mal, dieses Spiel ist ab so einer geringen Altersfreigabe. Das muss ich doch auch hinkriegen. Meine Güte. So. Oh, das ist aber dunkel hier. Dit ist aber dunkel hier. Okay. Hallo? Was gibt's denn hier? 302 Drachen. Mehr nicht? Das heißt mehr nicht. Also das ist ja... Vor allem müssen wir hier auch die ganzen Level wiederfinden. Das kommt ja auch noch dazu, ne? Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Hier kann man doch bestimmt wieder rennen, oder? Okay, okay, okay. War eine blöde Idee. Was macht denn der? Okay. So, wir gucken uns erstmal ein kleines bisschen um. Und sammeln erstmal ein, was wir einsammeln können. Okay. Oh, hier ist ja eine Drache. Ne, zwei Drachen waren es. Entschuldigung, ne? Nasty Nog macht unseren Sumpf zu einem elektrisch geladenen Schrottplatz. Dabei war es hier so schön. Das glaube ich gern. Gut, Knut. Weiter umgucken, würde ich erstmal sagen. So, was haben wir dann hier für ein Level? Wie heißt das, dass ich vom Namen her... Hochlanddorf. Okay. Wir gehen aber erstmal weiter. So, jetzt... Ey, das war jetzt aber auch mehr Affekthandlung gewesen, ne? So, die sammeln wir hier natürlich noch ein. Und gucken uns hier erstmal weiterhin um. Komme ich darüber? Gut. Drüben ist dann auch wieder ein Level. Okay. Lass mal gucken, was wir hier so alles einsammeln können. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, können wir hier rüber? Ach was. Oh, oh. Oh, Baum. Wie? Baumwipfel? Ich glaube, das ist das Level, vor dem mich der Olli so gewarnt hat. Gesagt hat, das wird eklig. Okay. Ach Mensch, hier ist ja auch noch eins. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Wäre hier nicht in den Sumpf rein. Okay, dann gehen wir hier erstmal hin. Okay, hier ist eine Plattform. Da warten wir erstmal, bis der Typ sich hier eingekriegt hat. Gut, selbiges machen wir mit dem mal hier. Ah, jetzt aber auch ein bisschen spät reagiert, ne? Gut, okay. Oh, 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 oh. Das war ganz schön knapp. Ah, da ist der Schlüssel. Da muss ich ja von da oben dann hin. Da müssen wir von da oben dann irgendwie hin. Okay. Hier alles so liegt, du. Gut, okay. Hier erwartet uns dann der Balloon. Ah, hier lag doch auch noch ein... Wer tut die Drachen so lang? Vielleicht fühle ich mich... Ja, ich will jetzt hier eh noch nicht weiter. Ich wollte eigentlich nur den Diamant haben. Metallkopf. Oh. So komme ich hier hoch? Okay, ist links auch was?
Manchmal wollen die uns ja ein bisschen verkohlen. Kann man die kaputt machen? Bringt ihn jetzt nur nicht so richtig, okay. So, jetzt müssen wir uns hier mal den Schlüssel holen, ne? Ich hoffe, das wird was. Na, gucke. Haben wir. Jetzt ist die Frage, komme ich von hier darüber? Ey, das war jetzt aber auch mehr Glück als Verstand, ne? Nein! Dann sterbe ich halt hier. Wie gemein ist das denn? So, müssen wir jetzt den Schlüssel nochmal einsammeln? Ich hoffe doch mal nicht. Ich hoffe doch mal nicht. Nee, er ist noch da. Jetzt heißt es nur Orientierung. Okay, wir sind hier wieder am Start. Das ist natürlich ein bisschen arg gemein. Wir können jetzt hier aber wieder ein paar Gegner killen. Das ist gut für Leben und so weiter. Gut. Dann sind wir hier links immer gegangen, ne? Der ist down. Gut, den haben wir. Dann müssen wir hier hin. Genau. War hier der Schlüssel? War das hier schon? Ah! Was ist denn hier? Das ist aber nett. Aber Leute, jetzt waren wir ja hier. Ich würde auch sagen, wir haben hier alles. Ich will eigentlich wieder zurück. Und dass wir... Mal gucken, was auf der Seite des Sumpfes noch so auf uns wartet. Okay. Haben wir? Ist dann auch wieder ein Level? Okay, okay. Hier ist noch ein Drache. Gut. Oh, da ist aber viel hier. Wow, wo kam der denn her? Mieser Drecksack. Junge. Ah, krieg mal das mit ihrem Zuck hin. Guck er an. So, da befreien wir den natürlich. Spyro, schön dich zu sehen, aber ich muss los. Ja, okay. Fehlt noch ein bisschen was, ne? Wo zeigt denn der hin? Oh! Hallo? Hier wartet ja auch noch ein Level auf uns. Es fehlt tatsächlich noch ganze 10 Juwelen. Wäre natürlich richtig geil, wenn wir die heute... Wo guckt er denn hin? Wo willst du mit mir hin, mein Guter? Okay. Du willst da rüber? Oder wo willst du hin? Kann man hier einfach rein? Nee. Hinterm Baum. Das kann natürlich sehr gut möglich sein. Ah! Leute, da haben wir doch alle geschafft. Jetzt müssen wir nur irgendwie zum Start wieder zurückkommen. Wir haben uns, denke ich, mal einen kleinen Überblick verschafft hier um die... also über diese Welt. Wie hieß die? Monstermacherwelt, alles klar. So, nee, warte mal, zum Start. Das war dort diese Brücke. Gut. Dann. Was ist denn jetzt? Und das war jetzt aber knapp, ne? Hier gleich mal wieder aufladen. Okay, hier war der Start, aber hier war ja nicht das erste Level, oder? Hier war kein Level, ne? Nee. Das erste Level, zumindest jetzt in der Reihenfolge, wie ich sie mir stecke, ist hier. Nehmen wir mal hier den Save Point mit. Danke. Hochlanddorf. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, mit diesem Level beschäftigen wir uns das nächste Mal. Das Hochlanddorf hier in der Monstermacherwelt. Habe ich es richtig gesagt? Ja, in der Monstermacherwelt. Leute, ich danke euch vielmals, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut. Ciao.